Hallihallo und willkommen zur 39. Folge von Mittelerde Mordors Schatten. In der letzten Folge haben wir die letzte ausgestoßene Mission abgeschlossen. Das ist ja kein Ende der Sklaverei, die laufen hier weiterhin rum, aber immerhin ein Ende der ausgestoßenen Aufträge. So, diese Folge werden wir uns um die Legendenbildung kümmern. Das heißt, dass wir die Missionen der... Also dass wir die Mission machen, um die Meisterschaften halt abzuschließen. So. Und da sind jetzt noch insgesamt 5 Stück übrig. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja, diese Folge. Wobei ich glaube, wir schaffen eine Meisterschaft vollständig. Aber das kommt drauf an, was das für Meisterschaften sind. Schauen wir einfach mal. Die Macht des einen. Seine Macht erfüllte seine Feinde mit solch Ehrfurcht und Terror, dass die Streitkräfte des dunklen Herrschers sich gegen ihre Brüder wandten. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Stimmt. Es sind immer die Berserker, die den Grog kriegen. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ja, du gehörst mir. Was war das für ein Geräusch? Ich brauche Verstärkung! Ich zünde das Leuchtfeuer an! Los! Kämpfe für mich! Jetzt haben wir dich! Ja! Gerade noch geschafft. So, und jetzt Zerstörung. So, und die nächste Herausforderung, der dunkle Reiter. Naja. Nichts gegen uns. Oh. So, der Karagor da kann sich um euch kümmern. Viel Spaß. Das war knapp. Bye bye. Ich liebe diesen Chor einfach. Ah. Der dunkle Reiter. Die Diener des dunklen Herrschers machten sich bereit, ihre Gefangenen hinzurichten. Doch der dunkle Reiter stürzte auf sie herab und ließ keine Gnade walten. Reitet den Karagor. Oha. 3 Minuten, um die Hinrichtungen zu verhindern. Ich bin gespannt. Ha!
So, der Rest geht ganz schnell. Ich sage 10 Sekunden. Also ich wollte gerade sagen, da vergeht ja die Zeit gar nicht, aber offensichtlich schon. Wow, nicht mal 5 Sekunden, gut. Los! Legende jetzt fertig? Nein. Irgendwo ist noch eine Legende. Da oben. Egal, weiter geht's mit der nächsten Legende. Tödliche Geheimnisse. Ich fürchte, dass niemand die Orks tut. Danke. Los, haut ab. Ihr seid frei. Warte, ich rieche etwas. Er war dem Boten bis zu seinem Netzwerk aus Spionen gefolgt. So machte er Jagd auf jeden einzelnen von ihnen, auf das sie ihr Wissen mit niemandem teilen konnten. Okay. Der Koch sprach die ganze Zeit davon, dass wir auf die Jagd gehen sollen. Folge dem Boten und eliminiere die Würmer. Ein Grauk ist ausgebrochen. Ich habe keine Angst vor Koch. Okay. Muss ich anders vorgehen? Moment! Ich rieche etwas. Dieser Elend! Nein! Stürzt euch auf ihn! Ah, Mann. Ist ja richtig, das war ja richtig erfolgreich. Grabwandler! Oh, Mann. Zeit für eine schöne Sinfonie aus gebrochenen Knochen und zerrissenem Fleisch. Ach, halt den. Ganz sicher nicht! Land! Komm schon.
Mach ihn erledigt! Scheibenkleister. Naja, wenn, dann beseitige ich jetzt auf alle. Was für eine Zeitverschwendung und Vergeudung von guter Haut. Oh Mann. Oh, der sieht geil aus. Kriegsbringer. Versuchen wir es nochmal. Und wenn es jetzt nicht klappt, machen wir eben erst eine der anderen Missionen. Ich habe ein paar merkwürdige Spuren. Nicht schon wieder. Es waren bloß Sklaven, die mit den Füßen schlurfen. Komm, geht weiter. So. Ohne entdeckt zu werden, meine Güte. Der Rüstmeister steht Tag und Nacht an seinem Blasebälgen. Der Sklavenmeister ist durchgedreht, weil ich den Karagor einen Sklaven gegeben habe. Warum? Naja, schwenderisch ist es schon. Der Sklaventreiber wollte bestimmt eine Bleichhaut nur für dich. Komm schon. So, noch eine, komm schon. Ich bin bereit für einen ordentlichen Krieg. Was meint ihr? Es wird auch langsam Zeit. Ich verstehe nicht, warum wir nicht sofort losmarschieren können. Wir erhalten den Befehl schon bald genug. Die schwarzen Hauptmänner sind bereits unterwegs. Das habe ich auch gehört. Wenn dieser Krieg beginnt, dann sagt der Fünf Armeen nur für ein harmloser Trainingskampf werden. Die Schlacht der Fünf Armeen. Hat einer von euch den Anführer gesehen? Holt sich bestimmt gerade die Beförderung. Nach dem letzten Kampf hat er sich die auch verdient. Ah. Eliminiere den Boden. Kriegen wir auch hin. Bam.
könnt nicht vorbei. Ja, ich glaube, für diese Mission reicht's noch. Er schwor, dass keiner seiner Feinde die Brücke überqueren sollte. Leichen um Leichen türmten sich auf der Brücke auf und stürzten hinab in die Leere. Ich will auf jeden Fall die Legende des Schwertes jetzt noch vervollständigen. Also, kommt her. Ist das wirklich alles, was ihr zu bieten habt? Ach, ist ja enttäuschend. Ist das alles, was ihr könnt? Nein! Oh nein, mein Freund, du bleibst schön stehen. Den hätte ich jetzt wirklich fast vergessen. Come on.
Ciao. Feuer für die Ungeführten. Eine Flamme, die in den Landen der Fäulnis erstrahlt. Nur einer steht allein im Licht. Du hast die Legende deines Schwertes vollendet. Urfael wurde vom Geist erneut geschmiedet und seine Geschichte wurde in die Klinge eingraviert. Huh, das sieht geil aus. So. Urfaels Erinnerungen, eingewebt vollends im Griff. Worte folgen Legenden eingebettet im Blut. Keine Macht hält dieser Klinge stand. Ja, das ist auch das Mindeste, was wir brauchen gegen den dunklen Herrscher. Wir So, und der Bogen ist das Nächste, was ich mache. Aber erst in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich von euch. Tut mir leid, ich muss weg. So. Aber wir haben ja noch einen Fähigkeitspunkt bekommen und den will ich jetzt noch ausgeben. Alle Attribute haben wir auch voll. Sehr geil. Bogenlegenden noch zwei, eine Dolchlegende und zwei Jagdherausforderungen. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass die letzte Jagdherausforderung ein, ein Krauk ist. Und zwar ein starker Krauk. So, was die Bogenlegende da uns als Herausforderung entgegenwirft, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao.